Guten Morgen miteinander. Ich habe das Video abgespielt, weil ich finde, es zeigt einen guten Weg, wie wir heute schon zum Teil arbeiten. Sehr viele von uns arbeiten schon so. Viele würden sich wünschen, so zu arbeiten. Und man hat ganz viele glückliche, fröhliche Leute gesehen auf diesem Film, bis auf den älteren Herr, der ganz kritisch auf sein iPad geschaut hat und möglicherweise hat er noch irgendetwas gesucht, wo ihn erfreuen wird. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Beispiel, wie unsere Lösungen im Alltag eingesetzt werden können und wie der Future Workplace aussieht. Nämlich, der Workplace ist nicht mehr sitzend irgendwo, sondern unterwegs, daheim, Homeoffice, einen ganz flexiblen Arbeitsplatz. Mein Name ist Steve Meyer, ich bin der Country Manager von der Citrix. Ich habe im April von Tommy Fetsch übernommen, der hinten präsent ist. Tommy, hallo. Andere Leute vom Team, der Paul, der Gabi, der Simeon und der Marco, stehen da hinten. Zwecks Unterstützung bei den anderen Referaten. Und ich freue mich sehr, viel bekannte Gesichter zu sehen. Und bin auch sehr froh, darüber zu sehen, dass wir Partner da haben und dass wir Leute da haben, die sich für den Business Track auch angemeldet haben. Ich weiss, dass ich hier vorne nicht stehen muss, um euch irgendetwas Technisches zu erklären. Das ist klar, ihr seid Gurus. Ihr kennt die Lösungen, da wollte ich gar nicht gross drauf einsteigen. Aber ich will auch einen Fokus legen mit zwei, drei Slides auf ein paar Themen, die für Leute, die möglicherweise nicht aus dem technischen Background kommen, ein Verständnis aufzugeben, was unsere Lösungen machen. Die Agenda habe ich wie folgt aufgebaut. Ich habe beschlossen, Mitte letzte Woche, dass ich euch nicht eine Stunde lang etwas zu der Vision oder zu der Mission oder zu der Kultur erzähle von der Citrix. Da sind wir lang genug dabei. Das möchte ich so nicht machen. Ich möchte etwas über die Citrix Corporate sagen, ein paar News. Ich möchte über Citrix Schweiz sagen, dass ihr wisst, wie der Status ist vom Team, von den Leuten, was wir machen, auch im nächsten Jahr, wie der Arbeitsplatz von der Zukunft aussieht. So eine skriptische Idee davon. Ein paar Use Cases aufzeigen und dann werde ich ganz kurz auf das GDPR eingehen. Ein Thema, das uns alle wird beschäftigen, mehr oder weniger direkt. Das ist die Global Data Protection Regulation, die am 25. Mai in der EU aktiv geht. Und wir als Schweiz, als Nicht-EU-Teilnehmer, spielen keine Rolle, weil wir machen Business mit dem Ausland, sind da genau gleich betroffen davon. Zwei, drei Worte zu diesem Thema. Dann, last but not least, Microsoft Partnerschaft Update. Ihr habt das alle mitbekommen, seit ungefähr einem Jahr, anderthalb, sind wir da miteinander im Boot. Ist ein steiler Weg gewesen, um das loszutreten, nimmt sehr gute Formen an und wir haben Kundenprojekte, die sehr spannend sind, die wir miteinander machen. Und da werde ich noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Dann würde ich übergeben an meine Kollegin Patricia, wo zwei, drei Sachen sagt über Services, die mir persönlich am Herzen liegen, nämlich die Technical Relationship Manager, TRMs, und die Consulting Services, wo beide Services sind, wo den Kunden helfen, in ihrem Alltag, in Projekten, aber auch in Zukunft die richtigen Designs, die richtige Architektur und die richtigen Produkte in den richtigen Versionen einzusetzen. Dann, soweit es noch langt, würde ich gerne Ihre Fragen beantworten, die wir aber auch nachher bei der Kaffeemaschine machen können. Und wie Gloria gesagt hat, hier oben gibt es einen kleinen Waitstate an der Kaffeemaschine, es hat noch eine, aber es gibt spannende Gespräche, habe ich jetzt gerade erlebt. Gut, mit hier einsteigen. Per Mitte Jahr, haben wir das gelesen und mitbekommen, haben wir einen CEO-Wechsel gehabt. Der Kilian Törf ist zurückgetreten und unser Ex-CFO, David Henschel, hat übernommen und hat aktiv auf das Geschäft keinen Einfluss gehabt. Es gibt keinen grossen Wechsel. Die Cloud-Strategie als Corporate-Strategie ist nach wie vor the way to go. Also da werden wir keine grossen Aktivitäten sehen, die etwas ganz anderes in Zukunft werfen werden. Ein Punkt, der mir wichtig ist, und den möchte ich ganz kurz ansprechen, auch wenn es ein bisschen nicht konform ist. Ich bekomme sehr viel und regelmässig die Frage gestellt, ja du Steve, wenn wird jetzt die Citrix übernommen von Microsoft? Die Antwort ist nein. Und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben die Historie von der Citrix, wenn Sie die anschauen, die ist 28 Jahre alt unterdessen. Und jetzt die Frage in der Runde, wer ist schon länger als 10 Jahre dabei im Citrix-Kontext? Hut ab, danke vielmals für die Loyalität. Haben im Jahr 4 oder 5, bin ich nicht ganz sicher, haben wir das ICA-Protokoll, was es nach wie vor gibt. Und sehr prominent vorhanden ist, hat Microsoft lizenziert. Und das wird nach wie vor so weiter gemacht.
Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, warum sollte Microsoft 13 Milliarden ausgeben, was unsere Marktkapitalisierung ist, für einen Lösungsanteil, der etwa so gross ist aus ihrem Portfolio. Macht wahrscheinlich nicht sehr viel Sinn. Und der dritte Punkt, den ich sehr viel höre, ist, ja gut, wenn es nicht Microsoft ist, dann haben wir sicher irgendwelche Private Equity Companies oder Hedgefonds am Hals, die euch aufbereiten zum Verkauf. Ist auch nicht so. Wir haben mit der Elliott Management seit Jahr und Tag ein Private Equity im Board bei uns und die verhalten sich in keinster Form so, als müsste man jetzt uns verkaufen. Also das ist mir ganz wichtig. Die Message von mir persönlich an euch, besteht nicht Gefahr, dass wir morgen eine Abteilung von der Microsoft sind oder von der HP oder von der Cisco oder sonst irgendjemand, der da umgereicht wird. Wir sind stark, wir sind da, wir wissen, was wir können, wir uns weiterentwickeln. Wir haben sehr loyale Kunden, sehr loyale Partner. Ein grosses Dankeschön an alle hier im Raum und alle Kunden und Partner weltweit, sinnigerweise. Im Schweizer Team werden wir im nächsten Jahr ein paar Veränderungen sehen. Es gibt neue Leute, es gibt neue Rollen. Ich will das einfach jetzt noch ganz kurz ankündigen. Wir haben im Sales ein paar neue Leute. Wir haben die Channel Distribution wird einen Wechsel geben. Wir werden sehen, dass wir anders, hoffentlich besser und breiter aufgestellt sind, damit wir euch noch besser betreuen können, sei es kundenseitig oder partnerseitig. Events, Klassiker, da muss ich nicht viel dazu sagen. Der Summit in Anaheim und Synergy ebenfalls in Anaheim im Mai und im Januar sind Events, wo wir hoffen, dass ganz viele von euch dazustossen werden und dass wir uns dort sehen und dass wir alle miteinander die neuesten News von unserem Management können miteinander fahren. Gut. Ohne da ganz weit einzusteigen, ich möchte für die Leute, die jetzt nicht nur aus dem technischen Background da sind, ein, zwei Sachen sagen zum digitalen Arbeitsplatz und den Impact von diesem Arbeitsplatz. Und ich möchte auf die Studie verweisen, die Tommy Geld hast du, glaube ich, machen lassen. Ich finde nach wie vor, auch wenn es ein Jahr alt ist, jetzt eine ganz wichtige Aussage, dass die Studie sagt, dass Mitarbeiter in verschiedenen Tätigkeitsbereichen neue Freiheiten und Möglichkeiten auf die persönliche Arbeitsorganisation haben. Das heisst einerseits, dass sie nicht nur ganz anders ausgestaltet sind, ist heute für uns Alltag, ist aber längst nicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen der Standard. Es gibt neue Art von Services, die Produktivität, Kommunikation, Datenaustausch verbessern und verschnellern und effizienter machen. Und schlussendlich gibt es auch das ganze Cloud Computing, das die Services verfügbar macht, überall, jederzeit, aus der Wolke heraus. Die Studie ist nach wie vor zu haben. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir oder bei den Kollegen, können wir das entsprechend anschauen. Jetzt, ich möchte das ganz kurz zeigen hier. Wer hat das schon gesehen, in der einen oder anderen Form? Sicher Mitarbeiter von uns. Was wir hier darstellen, ist der Secure Digital Workspace. Ein Layout von dem, was wir machen, was wir das Verständnis haben als Citrix, wie eine User Experience schlussendlich aussieht. Von dem fröhlichen Männchen mit dem grünen Höckchen hier. Dass wir sagen, aus dem Data Center, aus der Cloud raus, kommen alle Applikationen, Daten und OS schnell, effizient über ein schnelles Netzwerk zu einem End-User hin, egal wo er ist, in einer sicheren Form. Zusammengefasst heisst es, sicherer Zugriff, kontrollierter Zugriff und ein performanter Zugriff auf Daten und Applikationen in jeglicher Situation. Wir kennen die Struktur hier, haben wir alle, kennen wir Mitarbeiter, viel Geräte, viel Standort, viele Applikationen, viel Infrastruktur. Das zu vereinen in einer Form, dass es all das bringt, was ich vorhin versprochen habe, bedeutet, dass wir bestimmte Themen adressieren müssen, weil der Einfluss auf die Organisation in diesem Konstrukt hier ist komplex, komplex, komplexer. Wissen wir alle, vorne raus soll es immer einfacher werden, hinten raus wird es immer schlimmer im Sinne von komplexer, also herausfordernder, darum sind wir alle da. Es ist ein höheres Risiko und es ist eine steigende Ineffizienz, die sich da ergibt. Für die Mitarbeiter eindeutig sinkende Flexibilität, die ganz stark und laut gefordert wird. Es ist eine sinkende Produktivität zu beobachten und die Unzufriedenheit über die sogenannte User Experience mit den verschiedenen Tools in verschiedenen Lokationen ist eindeutig sichtbar. Aus diesem Grund ist der Kontext so zu verstehen, wie ich es vorhin dargestellt habe,
heute, morgen. Und das Morgen ist eigentlich heute auch schon zu haben. Jetzt ganz kurz, das Slide hier, ihr werdet das später beim Tommy noch sehen, extensiver. Ich werde nur auf die paar wichtigsten Use Cases hinweisen, was Sie da in Geld sehen. Glaube ich, sind Punkte, wo wir uns alle Fragen haben müssen. Es sind ein paar, die sind extrem offensichtlich, also Windows 10 Migrationen her von Altversionen. Es sind die Bring Your Own Device Themen, sind Einbindung von externen Lieferanten, Season Mitarbeiter, sind die ganzen Device Themen unter links. Denn ein Thema, das zunehmend wichtiger wird, nicht nur in der Industrie, sind High-End-Arbeitsplätze, die sehr starke Performance, sehr starke grafische Fähigkeiten bedingen, einzubinden auf eine Art und Weise, wie man das mit einem klassischen Office-Desktop auch machen kann, ist eine echte Herausforderung und kann man heute entsprechend adressieren. Verschiebung von Business-Apps in die Clouds hinein und Konsolidierung von Standorten usw. So sind die Klassiker, die wir alle kennen. Jetzt werde ich auf den Punkt eingehen, auf das GDPR. Wem sagt das etwas? Wer hat das schon gehört? Also abgesehen von der Presse. Ja, danke vielmals. Was bedeutet das GDPR? Bedeutet, dass die EU definiert hat, dass Kundendaten, also Daten von unseren Daten, in einer Form bei Firmen müssen abgeleitet werden, sicher abgeleitet werden, vertrauenswürdig abgeleitet werden, damit nicht Sachen passieren, was wir in der letzten ganz oft gesehen haben. Ihr müsst euch vielleicht erinnern, im Februar hat eine Hackergruppe von der Sony 48'000 Kreditkarten gehackt. Und so etwas darf natürlich nicht passieren. Hacks wird es immer wieder geben, aber man tut jetzt zunehmend den Wert legen auf die Sicherheit, damit man wirklich kann entsprechend ruhiger in dieser Funktion agieren. Was ist der Penalty, wenn es einen Fall gibt, wo an die Öffentlichkeit kommt? Und das wissen wir, das kommt immer heute mit den Social Medias. Es ist entweder 4% vom Gesamtumsatz oder 20 Millionen, was immer grösser ist. Also für ein Unternehmen wie Sony kostet es nicht 20 Millionen, sondern so viele Millionen, wenn so etwas passiert. Das soll die Unternehmen motivieren, dort besser zu arbeiten, sicherer zu arbeiten und vertrauenswürdiger zu arbeiten. Ich glaube, wir kennen alle die spontanen Telefonanrufe von der Callcenter um 6:30 am Abend oder um 7:45 am Morgen, wo wir nicht genau wissen, woher sie kommen, was sie wollen und vor allem, was die schon alles wissen über uns. Beispiel, ich bekomme regelmässig Anrufe von irgendwelchen Krankenkassen, die besser wissen, was meine Sanitas-Prämie ist und der Inhalt von meiner Sanitas-Unterlagen, dass es doch einigermaßen erschreckend ist. So Sachen dürfen nicht passieren. Der nächste Punkt hier ist, warum ist Citrix relevant in diesem Kontext? Wir sind sicher nicht der einzige heilsbringende Vendor in einem Umfeld, der etwas unterstützen kann, aber wir sind sicher Bestandteil von einer Gesamtlösung, weil es eine Frage ist von Leuten, Prozessen und Technologien, und da haben wir ganz klar ein Stake drin, wie ihr es da jetzt in der Mitte seht. Also wir haben mit unseren Lösungen einen Grossteil der Bedingungen, die GDPR sagt, bereits als Standard in den Core-Applikationen hinterlegt. Wir haben zentralisierte Applikationen und Daten. Wir stellen sicher, dass Daten sicher und vertrauenswürdig transportiert werden, wenn sie verteilt werden. Wir stellen sicher, dass wir in einem Kontext in den kontrollierten Zugriff auf Ressourcen ermöglichen und dass wir in diesem Kontext eine Unterstützung bieten können, für was in diesem GDPR-Kontext verlangt wird. Hier haben wir ein Partner-Sales-Playbook, ist aber nicht nur für Partner, für Kunden ansinnigerweise. Was sind die Themen, die darin gefordert werden? Wie können sie umgesetzt werden? Was ist der IT-Anteil davon? Ist ein sehr grosser IT-Anteil, sind sehr viele IT-Prozesse damit betroffen und habe das Beispiel kopiert, damit ihr seht, unter den vier Punkten, die ich aufgezählt habe, mit welchen Lösungen von uns wir hier ganz klar ein Player sein können. Und eben der Klassiker mit dem Keep Calm. Ein letztes Wort zu dieser GDPR-Geschichte ist die, dass Business, das vorhin genannt wurde, ist von 93 Milliarden, tun Consulting-Unternehmen mit etwa Faktor 3 höher aufrechnen für sich selber auch. Also es ist ein
riesengroßes Business, es ist ein sehr grosses Technologie-Business und es ist etwas, wo wir alle, die wir hier drin sind, mit Citrix-Lösungen und mit anderen Partnern zusammen einen klaren Beitrag leisten können. Also es ist ein Ansatz, wie wir Citrix-Lösungen mit unseren Partnern bei bestehenden oder neuen Kunden unter einem ganz anderen Sichtfeld einbringen kann. Jetzt, last but not least, möchte ich ein Update geben zu der Citrix-Microsoft-Partnerschaft. Ich will es nicht ablesen, ich will einfach zwei Punkte feststellen. Also, dass Citrix hat Azure als die preferred strategische Cloud announced, in dem Sinn. Wir haben mit dem ARA-Replacement von der Microsoft hier ein ganz klares Produkt am Start, wo Microsoft übernimmt, ARA ist abgekündigt worden und wird mit unserer Lösung weitergearbeitet. Wir tun Xen Desktop VDI über Windows 10 aus der Cloud anbieten. Die beiden unteren Punkte haben wir schon gehabt, dass wir die Integration machen zwischen der Identity und Networking, zwischen dem Netzkeller auf Azure und gleichzeitig unten auch das Enterprise Mobility System und Intunes mit Xen Mobile und Netzkeller verknüpft miteinander. Ist sicher keine einfache Reise, aber ich kann sagen, dass wir einen grossen Effort, grossen Aufwand, viel Leute und Geld in die Partnerschaft reinstecken und auf der anderen Seite auch, weil sie macht Sinn und ist etwas, was für die Zukunft auch für die Firma Citrix sehr relevant ist. Ein weiterer Punkt, der für mich sehr spannend ist, ist, dass wir sind in der Lage, mit unseren Lösungen zusammen mit Microsoft und Azure im Prinzip jede Version oder jede Art und Weise vom Weg in der Cloud anzubieten. Wir haben ganz links die klassische On-Prem-Version, die alles wie heute gehabt in den Datacenter daheim im Unternehmen angeboten wird. Dann gibt es eine Version, wo wir es direkt aus Azure rausholen. Es gibt Hybrid-Versionen, wo wir mit On-Prem machen und aus den Datacenter raus. Und ganz am Schluss, wo alles aus der Cloud rauskommt. Dazu gehört mehr von Tommy später in diesem Kontext und auch von der Firma Hilti, die ihren Use Case darlegt, den ich sehr spannend finde, um zu verstehen, was ist ein Entscheid in die Citrix-Cloud hinein, was bringt es und was sind die Vorteile. Die klassischen Use Cases, das leider auch noch mal ganz kurz, dass wir hier sagen, Windows 10 ist ein Thema, Cost Operating ist ein Thema, Anywhere Access, Cost of Ownership, Device Independence, Consumption-Based Pricing etc. Alle die Punkte, die wir jeden Tag von den Kunden hören, sind adressierbar, sind anbietbar und sind in dieser Kombination, in dieser Partnerschaft verfügbar. Gut, das wäre ganz kurz mein Punkt gewesen. Jetzt würde ich gerne an Patricia übergeben. Damit sie uns die beiden Services vorstellen kann und übergibt dir noch da dazu.